Assalamu alaikum, meine Lieben. Hier ist wieder die Khadija, die Deutsche am Nil. Wir machen heute Falafel Tamea und zwar mit Mais heute. Das ist jetzt frischer Zuckermais vom Feld. Ich glaube, braucht man noch einen Bund Koriander und drei große Zwiebeln, eine Knoblauchknolle und die Gewürze dazu. Ich habe noch ein bisschen Dill dazu reingetan und die Knoblauchknollen. Knollen kann man natürlich auch reduzieren, ne? Also wer jetzt nicht so viel Knoblauch mag wie wir, kann man auch nur ja, 6 Knoblauchzehen nehmen anstatt 11. Eine Knolle hatte jetzt 11. Ja, und bei Zwiebeln kann man zum Beispiel jetzt auch die vorher hacken und den Saft so ein bisschen rauspressen, dass es nicht so saftig wird, ne? Und ja, vorher vorhacken und den Saft weg. So, dann geht's weiter. Dann muss das Ganze natürlich in den Mixer. Aber jetzt kommen wir erstmal zu den Gewürzen. Genau. Diese Gewürze, ich habe da auf jeden Fall ein bisschen Mehl mit rein. Dann ist Backpulver, damit es besser durchbäckt. Kreuzkümmel ist drinne. Zucker natürlich. 7 Boharat, die 7 Gewürze. Koriander ein bisschen getrocknet. Dann natürlich Salz. Kumin. Ne? Und dann habe ich scharfen Chili und dann Paprika normal und Pfeffer. Ne? Das ist ganz wichtig. Und wenn man dann merkt, hey, man kann noch ein bisschen Mehl mehr machen, wenn man merkt, es ist zu flüssig, ne, weil der Zucker, der gibt ganz viel Milch, die Ägypter sagen Leben dazu, dass der Zucker meist ziemlich viel Milch enthält, der gibt sehr viel, ja, Flüssigkeit ab, dass es nicht zu flüssig wird, kann man noch ein bisschen mehr Mehl reintun. Ja, und wenn man aber das gar nicht mag, kann man ganz genau auch, ne, die ganzen Gewürze muss man nicht so nehmen. Ich experimentiere halt gerne rum. Man kann auch nur Kreuzkümmel und Pfeffersalz nehmen. Ne? So, das Ganze wird jetzt wird von den Maiskolben habe ich jetzt das mit dem Messer runtergeschnitten, wie ihr seht. Ja, erstmal, das Messer muss scharf sein und es ist eine kleine Sauerei geworden, weil es spritzt in alle Ecken, auch die Milch von dem Mais, ne, ist ja ein Zuckermais. Sehr frisch noch. Ja, alles schön runtergeschnitten von den 11 Kolben. Ja, und dann umgedreht die andere Seite runtergeschnitten. Wenn man das hat, kommt alles in den Mixer. Ne? Also alles zusammen vermischen. Die Gewürze, alles. Und dann gibt es dann noch, wie soll man sagen? Also ich habe auch den Koriander, den frischen. Wer das nicht mag, kann auch nur Petersilie nehmen. Und dann aber einen ganzen Bund gleich, gell? Weil das macht ja die grüne Farbe für die Falafel. Dann, ich tue das schon mal hacken auch die Stiele mit rein und dann in den Mixer, dass sich alles, wie soll man sagen, so durchmixt eben, dass sich die Stiele bei mir im Mixer nicht verheddern. Das habe ich oft öfter mal das Problem. Ja, und dann habe ich, jetzt kommt das Lustige, ich habe mal ein bisschen rumexperimentiert, ich habe es in eine Tüte gepackt und habe Falafelwürstchen gemacht, unten die Tüte aufgeschnitten und rausgepresst. Ja, kann man auch machen. Aber am besten ist einfach, du nimmst deine Hand, also nimmst die Hand, ne, du tust deine Hände anfeuchten, nimmst das ist ein richtiger Teig, ne, dann tust du den immer so hin und her, wie so Bällchen, und dann lässt du das ins heiße Fett fallen. Ja, weil ich hatte das Video vorbereitet gehabt, aber das war einfach zu lang. Ich habe vergessen, auf Pause zu drücken und dann hat es mir mein Handy gesprengt. Deswegen bespreche ich jetzt einfach die Screenshots, die Bilder von meinem Video, damit es nicht verloren geht, weil warum, was soll ich das nochmal machen? Aha, jetzt kommt auch gleich mein Mann, der wird jetzt auch noch gleich ein bisschen die probieren, die Sachen. Ich zeige euch jetzt auch erstmal den Teig. Das habe ich jetzt auch an falscher Stelle hier eingeordnet, sehe ich gerade, aber ist auch Das ist jetzt egal, der das lassen wir Teig so. Ja. und jetzt werde ich meine Hände, man kann es die Hände nass machen oder einölen, wie ihr wollt. Ich habe die Erfahrung gemacht, mit Öl habe ich irgendwie, geht es bei mir besser. Na, wenn ich die Hände einöle und dann runde Kügelchen forme und am besten kleine Kügelchen, dann werden die besser durch in der Mitte. Ja, was habe ich jetzt hier nochmal für den Teig drinne? Da werde ich euch die Bilder gleich einblenden. Jetzt habe ich ein Stück Mais verschluckt vor lauter Essen hier und Reden. So, da haben wir das Ergebnis. Einmal Falafel mit Mais. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht, weil, wie gesagt, diese Videopanne war. Aber es schmeckt hervorragend. Ich habe jetzt auch schon der Nachbarin
Seit sie mir das gegeben hat, habe ich den Teller behalten, weil es ist ja hier Tradition, dass man den Teller nicht leer zurückgibt. Jetzt habe ich auch die gleichen Sachen gemacht wie sie und sie hat gesagt, schmeckt hervorragend. Alhamdulillah. Ja, der kleine Trick wollte ich noch dazu sagen, das Öl darf nicht zu heiß sein. Also jetzt, dass es richtig, warte mal kurz. So, Junis spielt Dinosaurier im Hintergrund. Muss ich mal ganz kurz mal einen Schrei loslassen, sorry. Also, das Öl darf nicht zu heiß sein, weil wenn es zu heiß ist, werden die Falafel schwarz und innen drin der Teig nicht fertig. Also der Trick bei der ganzen Sache ist, man darf das Öl nicht zu heiß lassen. Das bedeutet, also ich mache das auf jeden Fall erstmal auf volle Flamme, dass mir das Öl richtig schnell heiß wird und dann schalte ich runter und warte 5 Minuten. Dann nehme ich ein Falafel, ne? Ich mache dann die Hände nass und mache mit beiden Händen immer hin und her, bis sie so Bällchen sind. Klar, das sind jetzt keine perfekten Bällchen, wie bei den Ägyptern. Ich bin ja auch keine Ägypterin, die da Falafel morgens schon rummacht. Ne, das ist das zweite oder das dritte Mal in meinem Leben, dass ich das mache. Ja, weil das ist bei uns wirklich so extrem günstig, dass man das gar nicht so einen Stress sich gibt. Gell? Das kannst du hier für 2 Pfund so ein Sandwich mit 2 Bällchen drin und ja, warum sollst du da so rummachen in der Küche? Ne? Die machen es ja perfekt. Anyway, ich habe das jetzt nur für euch gemacht, ne? Und ansonsten mache ich das selten. Und ich wollte es halt mal ausprobieren mit dem Mais, weil ich glaube, das ist nicht so bekannt, dass nicht so viele wissen, dass man das auch mit Mais machen kann. Ja, mit frischem Zuckermais. So, aus der Dose würde ich ihn vielleicht nicht gerade nehmen, weil der ist sehr, sehr feucht. Ob das dann funktioniert, keine Ahnung. Anyway, ihr seht, es ist sehr, sehr, guck, ne? Er ist fest, knusprig und jetzt könnte man noch einen Dip dazu nehmen, ne? Kann man Tahina-Dip nehmen, aber am besten sind die natürlich im Sandwich mit Gemüse und ja, ich liebe das mit Joghurt und Knoblauchdressing, aber das macht ja, mag ja jeder machen, wie er möchte. Also viel Spaß beim Nachkochen und entschuldigt, das Video ist irgendwie, ja, mit 19 Minuten. Ich habe die Kamera weiterlaufen lassen und habe gearbeitet und habe nicht gemerkt, dass sie weiterläuft und ab 17 oder 18 Minuten ist die Datei zu groß, dass ich sie dann bearbeiten kann. Selber schuld. Jetzt habe ich halt nur das und so oft mache ich das nicht, dass ich jetzt nochmal alle Zutaten mir hole, mir die aufreihe. Ich mache euch Bilder dazu, Screenshots, dass ihr das dann sehen könnt. Inshallah. So, das war's schon wieder von mir. Bis die Tage. Masselema. Bye bye. Mahmoud. Ah, komm. Man muss probieren. You sit, go in this, that the people don't see my dirty kitchen, go in the corner. Meine Küche sieht aus. Ich dachte jetzt mal dran, inshallah. Was? Ich mache ein Restaurant auf, inshallah. Gut? Ja, du machst. Super. Okay, you marry me again? Heiratest du mich nochmal? Nicht? Why you wait so longer? Warum die Pause? Das haben wir in mir. Ja, Salam! Ausreden. So tell me. You marry me again? I marry you already. Why do again? Das, guck mal, ist das einer, du. Gib mir das Ding her, das kriegst du nimmer. What you do? Edi, impolitely. I guess it's khalas and now you come like this. Khalas, it's good. Alhamdulillah. Don't Khalas. you make it change. Ah, get the food. Mahmoud, thank you. I will not make it tiny. What you think for this cheap tamé? I cook me like an idiot. Es I nicht make it from the just car, for the habe people. Ich mache das nur für die Leute, not for you, ich gesagt. Es that you nicht know. from the car. Echt? Ja, ich wollte. Das riecht mal bis nach draußen. Es ist damit die Favorite. Es Dein nicht wollen. Lieblingsessen. Jetzt, yes, Khalas, Die Yallabina. Salat. Ich habe gar Mein nichts gemacht. Die Sandwich. Leute brauchen keinen Salat. The people don't need salad. I just make it for the You must video, not show for you. them how to Ach, eat this salad la, with we don't kasbara need. and you have a Ja, Masri-Eish, Selem, das Brot soll ich auch noch selber backen. The Ba'ish also I must make by myself. This rubber work. Das ist ein Viertel Arbeit, ich muss den Rest auch noch machen. You look for the time, it's like 8 o'clock in the evening. Leave me alone. I will go shower now. I'm finished my work. The video is ready. If you want to make salata, anything, do it by yourself. And I give also to Helle. You bring it for her the taba. Aywa, I bring it back with. Why? You don't like her Yeah. taba? Yeah, I was disturbing you in the kitchen. Disturbing you. Khalas. Okay, Mahmoud, so I will not. Ach so, ihr könnt das auch einfrieren, Leute, ne?
I put the rest in the Telege to make it fresh. I have the hygiene. Nice. Also man kann es einfrieren auch, gell? Wenn ihr jetzt so viel gemacht habt, kann man es auch einfrieren und halas. Okay, also das war's jetzt wieder von mir. Bis die Tage. Maschilema. Boy, boy.